Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind jetzt, je nachdem wie man es zählt, irgendwie so 11, 12 Days out vor meinem ersten Wettkampf dieser Saison in Bulgarien. Die Aktualität des Videos könnt ihr erkennen an meinem neuen Look. Könnt ihr gerne abstimmen, wie euch der Look gefällt. Da ist die Community eher zwiegespalten. Und ich habe gedacht, ich nehme euch heute nochmal mit auf oder in ein Push-Training, weil Mikey übermorgen auf Urlaub fährt. Das heißt, ich habe gesagt, hey Alter, wir müssen heute nochmal da was machen für die Community und Gas geben. Deshalb gibt es heute nochmal ein Push-Training. Viel geredet, wenig gesagt. Gehen wir es an. Aber Push ist immer erste Übung, ein, zwei Sätze aufwärmen mit Überzügen, einarmig, um den Latt aufzuwärmen, um das Schulterblatt zu stabilisieren. Versucht es mal, ich spüre die Brust wesentlich besser und seitdem ich das so mache, habe ich keine Schulterschmerzen mehr. Also für alle alten Männer und Frauen, probiert es mal aus. Auch für die Jungen. Also ist auf jeden Fall mehr wert. Also, wenn ihr meinen epischen Look kopieren möchtet, die Frisur ist von Killis Barbershop in Krems, von meinen Freunden, denen habe ich nämlich versprochen, ich mache Werbung für sie. Das Hemd ist von meinem Freund Tim Budesheim, so wie man schnurrt. Aber es ist, cool, ist echt geil, also super geiles Material. Also nochmal danke Tim und das Shirt. Schwarz ist natürlich ihr sehen. Und die Schuhe sind aus der Nike Kinderabteilung. steht extra dabei, Schuhe für ältere Kinder. 39. Wenn man mal eine Freude machen will, Schuhe in Größe 39. Also wenn irgendwelche Frauen zu Hause alte Schuhe ausmustern oder so, gerne. Oh nein, das geht jetzt in eine Fetischrichtung. Jetzt wird es gefährlich, oder? Kleine Leute brauchen. Aber darum habe ich so gute Waden. Was? Trainiere es eigentlich gar nicht. Ich versuche nicht in die Geräte reinzukommen. Ja, ansonsten bemühe ich mich heute vielleicht ein bisschen mehr, weil es eh nur Push ist, vielleicht euch ein bisschen so mitzunehmen, weil viele das so interessiert in so die Gedankenwelt und die Struggles und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so mein härtester Kampf diese Saison ist eigentlich das zu realisieren, dass das Ganze irgendwann bald einmal vorbei ist. Das ist so eigentlich mein schlimmster mentaler Struggle, denn ich bin jetzt auch gerade erst diese Prep wieder drauf gekommen, wie sehr ich das. Wie sehr ich das brauche, wie sehr mich Bodybuilding erfüllt, was das für einen Mehrwert für mein Leben bietet. Und ich kann mir, also mein Albtraum ist, ich meine, jetzt abgesehen von Gesundheit, Familie und so weiter, das steht natürlich weit drüber, aber meine absolute Horrorvorstellung aktuell ist, dass das irgendwann nicht mehr so da ist, wie es jetzt ist. Weil ich kann das immer nicht verstehen und nicht nachvollziehen, wie manche Leute sagen, boah, a Bodybuilding Prep ist die Hölle und hin und her und so schlimm und so schrecklich
Und ich muss dann immer an das Zitat von Rocky 2 denken, wo der Einsatzleiter dann sagt, ja, in dieser Hölle, und der General Troutman sagt dann drauf, was ich für ein Höllenmann, nennt er sein Zuhause. Und irgendwie so fühle ich mich gerade, wenn ich Prep mache. Ich fühle mich zu Hause. Das ist, auch wenn das dumm klingen mag, aber und auch, mir ist durchaus bewusst, dass ich kein guter Bodybuilder, guter Bodybuilder vielleicht schon, aber jetzt in der Profiliga, dass ich da keine Relevanz und keine Rolle spiele. Aber das ist das Einzige, was ich kann. Manchmal denke ich mir, ich bin echt für das gemacht, und das ist eigentlich so mein größter Struggle, dass es vielleicht irgendwann bald mal nicht mehr da ist. Eins, zwei, drei! Ich versuche euch nochmal das so bildlich zu veranschaulichen, wo sich jetzt nämlich die Phase meiner Karriere gerade so anfühlt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich mache ja Bodybuilding, also Training seit meinem 13. Lebensjahr und Wettkämpfe seit meinem 18. Lebensjahr. Wenn ihr jung seid, ist es circa so, wie wenn ihr mit euch ein Auto zur Tankstelle fahrt. Und voll tankt. Und dann fahrt ihr und der Tank ist voll. Und ihr fahrt und fahrt und fahrt. Und die Tankanzeige ist immer noch voll, gell? Und ihr denkt sich, boah, das ist geil, gell? Von der Tankanzeige, da kann ich ewig fahren, gell? Da geht nichts weg, gell? Und dann fängt es langsam an zu fahren, dann ist er dreiviertel voll, dann ist er halber voll. Und dann, wenn ihr mal so unter der Hälfte seid, dann fängt auf einmal die Tankanzeige magisch an, so ganz, ganz schnell zu fallen. Ich komme mir jetzt so vor, als war ich so irgendwo so kurz vor der Reserve. Auf jeden Fall fange ich jetzt an zu realisieren, wie schnell die Tankanzeige fällt und wie wenig ich nur mehr im Tank habe. Und andererseits kommt es mir aber so vor, von letzter Saison auf die, ich fange gerade erst an. Jetzt wird es eigentlich gerade erst spannend, jetzt wird es gerade erst geil. Will ich auf jeden Fall nicht hergeben, jetzt weiß ich nicht, jetzt muss ich schauen, ob ich nochmal nachtanken kann oder irgend sowas. Sieh immer, wenn da kein. Und da kein Wasser mehr ist. Was ist? Es passt ganz gut. Ich erkläre euch jetzt noch was. Warum trainiere ich so schwer? Jetzt auch gerade so kurz vor der Show. Wenn das ja so gefährlich ist. Ja, gebe ich euch recht, das Verletzungsrisiko steigt natürlich, je schwerer man trainiert. Das Ganze hat zwei Gründe. Ein ganz wichtiger Grund ist, weil es mir so Spaß macht. Und Spaß ist ein ganz entscheidender Faktor am Training, wenn du das mit hundertprozentiger Leidenschaft exekutierst. Der zweite Punkt ist
sehr, sehr entscheidend und das ist für mich Muskelerhalt in einer Diät. Und zwar Muskelwachstum, Hypertrophie etc. stimulierst du in den letzten 3 bis 5 Wiederholungen vor dem Muskelversagen. Dass der Körper wirklich alle Fasern rekrutieren muss, oder nahezu alle, um die Wiederholungen noch zu beenden. Muss man sagen, was du verstehst, Mackie. Ja, da war ich dabei. Okay, pass auf. Wenn ich jetzt einen Satz mache, wo ich zum Beispiel nur 6 Wiederholungen mache, komme ich viel schneller in den Bereich der effektiven Reps, die Muskelwachstum stimulieren, als wenn ich jetzt einen Satz mache mit 20 Wiederholungen. Da generiere ich davor viel mehr Chunk-Volumen, das ich aber eigentlich nicht brauche. Und viel mehr Overall-Fatigue. Ist das, ja, ist das einleuchtend? Das heißt, mit schwerem Training kommt ihr viel schneller in den Bereich der effektiven Wiederholungen. Klar könnte jetzt einer sagen, ah ja, na, da mache ich nur 1-2 Reps, also so ist dann auch nicht. So ein gewisses Mindestmaß an Wiederholungen sollte das schon sein, ja. Aber so ab 4-5 Wiederholungen macht das schon Sinn, wenn ihr die Bewegung zu 100% sicher ausführen könnt. Ha! Aber die erste ist echt geflogen. Aber es geht gut. Aber passt schon. Intra. Ganz wichtig. Intra? Hm? Intra? Mhm. Gerade in der Prep. Okay.
noch ganz wichtig ist, wenn ihr in der Prep seid. Das, ich habe es schon 100 Mal gesagt, aber ich sage es noch mal, um es zu verdeutlichen. Das Training ist dazu da, Muskulatur zu beschützen und nicht Kalorien zu verbrennen. Das heißt, schaut, dass ihr euer Training so kurz und intensiv wie möglich haltet, um einfach Muskulatur zu beschützen. Aber wenn die Nährstoffaufnahme dementsprechend nicht mehr da ist, kann ich auch nicht das Volumen der Off-Season trainieren. Ich kann genauso schwerer trainieren im Idealfall. Gute Analogie. Mit einem halb vollen Tank kann ich genauso schnell fahren, nur halb so weit. Und genauso ist es eigentlich mit dem Training in der Prep. Ja. Das ist wieder ein ganz erfolgreiches Training, würde ich mal sagen. Also grundsätzlich ist jetzt jedes Training erfolgreich, wo man sich nicht verletzen. Aber ein Stückchen näher. Und es war ganz anständig, hätte ich jetzt einmal gesagt. Ja. Jetzt habe ich zwei schwere Sätze gemacht. Jetzt mache ich abschließend noch einen leichten, den ich aber überparallel anhebe. Da haben wir jetzt ein bisschen vordere Schulter und Trapez auch mit drinnen. Ja. Also wundert euch nicht, das ist absichtlich so gewählt. Gut. Gut, Leute, das war's vom heutigen Push-Training. Ich hoffe, die Einblicke ins Training haben euch gefallen.
Ihr wisst natürlich, wie ihr das Ganze unterstützen und supporten könnt. Nämlich mit eurem Einkauf auf esn.com und meinem Codebox. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Video liked, Glöckchen drückt und kommentiert. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba.